Wir treffen uns im Glockenturm auf dem Hauptplatz. Hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Fable 2. Ich war jetzt gerade beim Schmied, habe ein bisschen Geld verdient. Das ist echt langwierig, Leute. Ihr seht toll aus, wirklich toll. Und Theresa ist jetzt schon angekommen. Wir treffen uns da am Glockenplatz attraktiv. Die mögen uns. Sie mögen hier keine Hunde. Du, ich werde dich gleich... Ja, lass einen Hund in Ruhe. Beim Schmied noch was einkaufen schnell, ja? Ah, die Läden haben geschlossen, Leute. Das ist ja ein Schmarrn. Ja, das ist leider so. Stehlen tun wir nichts. Na gut, dann gehen wir eben zu Theresa. Wo ist sie? Da steht sie. Danke. Schon. Ich bedauere die Verzögerung. Es geht alles schneller, als mir lieb ist. Denk über dein Leben nach, all die Leute und Orte, die du getroffen und besucht hast, deine Taten. Wie viele Momente und Erinnerungen. Thag und seine Leute hatten ebenso viele. Und nun haben sie keine mehr, deinetwegen. Kannst du schon die Last der Verantwortung spüren? Deine Begeisterung kann nützlich sein, doch sie darf dich nicht beherrschen. Komm. Der Welt wird Thag nicht fehlen und Bauertümpel steht tief in deiner Schuld. Um die Auswirkungen deiner Taten zu sehen, brauchst du nur nach Bowerstone zu schauen. Es hat sich viel verändert seit deiner Kindheit, vor allem die Altstadt, wo du aufgewachsen bist. Vergiss nie, dass auch die kleinsten Entscheidungen große Folgen haben können. Ja, das werde ich nicht vergessen, okay? Theresa... Sieh, dort ist Lucien jetzt, im Zackenturm. Aha. Der Turm war als Leiter für jegliche Magie gedacht, sodass der Herrscher des Reichs über die Macht verfügte, die Realität zu ändern. Am Tag der Fertigstellung wurde der erste Wunsch ausgesprochen und ein Licht erschien im Innern. Doch sein Wesen war düster. Albion wurde zerstört. Jahrhunderte alte Zivilisationen wurden ausgelöscht, das Volk vernichtet. Das soll der erste Wunsch gewesen sein, das Ende dieser falschen und verkommenen Welt, der Anfang einer neuen, reineren. Jetzt erhebt sich der Turm. Lucien wurde die Ankunft einer Person vorausgesagt, die ihn hindern würde, den Turm zu nutzen. Ja, dafür starb deine Schwester. Und ihn aufzuhalten, ist dein Schicksal. Das haben mir die Karten gesagt. Hier. Hier, sieh. Schicksalskarten, Info, schauen wir gleich einmal. Diese Karten gestatten einen kurzen Blick in eure Zukunft, ja? Jeder der drei Helden bringt dich näher zu dem Relikt. Willenskraft, die Lebenskraft der Helden, ist der Schlüssel zur Macht des Turms. Lucians Schergen knechten das Land schon jetzt. Du musst die drei Helden vor Lucien finden, denn du bist die vierte. Jene, die seinen Untergang bedeutet. Ich hatte eine Vision von einem Ritual in Oakfield, für das man Kraft und Überzeugung braucht. Rede mit dem Abt im Tempel des Lichts und finde etwas über diesen Pilger heraus. Der Weg nach Oakfield ist sehr gefährlich. Viel Glück. Okay, Theresa. Zeit für die Bettruhe! Das war's dann wohl. Also, Reise beginnt. Finde den Abt in Oakfield. Ist das jetzt unsere Hütte da oder was ist denn da? Besitzer, Steinschleifer. Nein, das ist nicht unsere Hütte. Okay. Das war's dann wohl. Und, Theresa, du bleibst da einfach stehen. Ja? Genießt noch die Abendluft. Ja, okay, dann soll's so sein. Was machen wir jetzt in der Nacht? Wir können weder... kaufen noch? Oder laufen wir einfach so mit der alten Ausrüstung? Rede mit dem Abt in Oakfield.
Ja, mache ich doch glatt. Wir laufen dorthin. Einfach egal. Lasst uns vorbei. Diese Dämonentür in Brightwood gibt nicht viel Preis. Diese gefällt. Mein Schneider ist der Beste in ganz Albion. Leute, wie spät ist denn da? Und die sind noch alle unterwegs. Es ist ja 11:45. Wir reisen einmal da, ja? Ist ja egal. Vielleicht schaffen wir es, ja? Wenigstens bekommen wir dann die Altstadt auch noch zu Gesicht, ja? Damit wir auf der Karte auch noch etwas zu sehen haben. So. Oh, hallo! Ihr seid es! Ihr habt euch verändert, seit ihr zuletzt hier wart. Aber ich erkenne den Ausdruck in euren Augen. Güte, Anstand und Respekt vor dem Gesetz. Mit den Fahndungsplakaten konnte ich die Bande von Rufus dem Rufnamen zerschlagen und Lord Lucien ernannte mich zum Sheriff. Dann verschwand er. Aha. Aber die Verbrechensrate ist niedrig und die Stadterneuerung hat diesen Bezirk in den beliebtesten von ganz Bowerstone verwandelt. Fantastisch, oder? Als gute Freundin des Sheriffs werden euch die Ladenbesitzer hier Rabatt auf alle Waren und Dienste gewähren. Der Rabatt gilt auch für eure Schwester, wenn sie in der Stadt ist. Ich will euch nicht aufhalten. Passt auf euch auf. Ja, hey, Alter, hast du keine Ahnung, dass unsere Schwester dort ein wenig gestorben ist? Was ist denn da jetzt? Okay, dann gehen wir da gleich einmal graben, ne? Wenn Sir Fowler sagt, er sagt. Ja, geh weiter da rein, oder was? Der Hund ist ja wirklich noch nicht ausgebildet. Lass uns da graben, okay. Schneller mal. Und? Ja, wir freuen uns. Instant Java-Trank. Ja, das kennen wir schon. Hergestellt aus zu feinem Pulver gemahlenen Bohnen. Entschuldigung. Denen fast alle natürlichen Essenzen entzogen wurden. Was kriminell wäre, wenn die Bohnen nicht von Anfang an robuster Mist gewesen wären. Ne? Java-Tränke generieren eure Gesundheit für eine begrenzte Zeit schrittweise und verleihen euch einen Erfahrungsschub. Ah, okay. Wir werden das dann irgendwann einmal ausprobieren. So, sollen wir uns da gleich noch einmal umschauen? Ah ja, wir laufen da durch die Gegend in der Nacht, das kommt ja auch recht gut. Da ein Huhn, das brauchen wir nicht. Der läuft auch. Da hinten sind dann die Händler. Ne? Ja, und das... Oh nö. Waren wir da nicht schon? Egal. Komm, Sheriff, lass uns vorbei. Hallo, Hühnerschreck. Danke, hallo, wie geht's denn so? Und ich weiß auch nicht genau, warum die Jungs da jetzt unterwegs sind. Wer ist denn das? Ja, irgendein Kapuzenheinzi. Noch eine Wache. Und da sind die Händler, genau. Ja. Da gibt's Tränke. Wir streicheln einmal den Hund. Und? Ja. Hallo, kleiner Kerl. Oh, ja. Die mögen den Hund. Na, Gott sei Dank. Ja. Sehr fauler Sack. Okay. Weiter geht's. Wir müssen da runter, aber da schauen wir zuerst in die hohle Gasse, weil das geht sich hier jetzt noch aus. Da ist noch ein Händler. Was hat denn der? Da sind Bücher. Nein, das sind Kleidungsstücke. Leider ist es da wirklich echt finster. Und da rein auch noch schnell. Da gibt's auch, ja, Gemischtwaren. Was zum Essen, ja. Die lassen das über Nacht einfach heraus. Ja, das ist ja, wenn der sagt, es gibt keine Kriminalität, ja, dann hat er auch recht. Nicht von hier, nicht wahr? Wer bist denn du? Wer ist denn das? Ich werde nicht mit dir reden. Ausfertig, Schluss. Da, was haben wir noch?
Da hinten gibt es noch ein Gässchen, das... Da ist nichts. Okay, das war's dann. Nun gut, die Altstadt hätten wir und jetzt gehen wir da runter. Und da ist ja auch noch was. Sorry Leute, da schauen wir auch noch kurz hin. Friedhofstraße, 2 Kilometer, da wollen wir nicht hin. Dann ist es ja auch schon geschehen. Da müssen wir dann rauf. Okay Leute, das ist ein guter Zeitpunkt, um einen Save zu machen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und wir sehen uns wieder. Da oben gibt es eine Truhe. Wie komme ich denn darauf? Okay, wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso. Ciao.